Oh, das solltet ihr jetzt besser nicht verpassen, nämlich was hier kommt, Freunde, ist brandneu und von richtig krassen Leuten, und zwar Marvel Snap. Solltet ihr eigentlich schon kennen, Leute, ist ein Game, was über 30 Millionen Downloads hast, und die Jungs haben jetzt hier was Krasses rausgehauen, und zwar kostenlos. Dragonier Silent Gods. Erster Link in der Beschreibung, könnt ihr euch das erstmal downloaden. Es ist kostenlos für Windows, Mac, iPhone, Android, im Epic Games Store, überall könnt ihr euch das ziehen, Leute. Es ist ein Open-World-Team-Rollenspiel und ihr könnt in heftige Dungeons gehen, Fantasy-Charaktere, und es ist wirklich richtig geil. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ihr könnt nämlich in einer riesigen Gruppe, Leute, zusammen Quests erfüllen, was schon mal extrem cool ist. Es gibt insgesamt 3 Völker, 4 verschiedene Klassen. Eure eigene Klasse könnt ihr natürlich selbst skillen, wie ihr wollt. Intelligenz, Stärke, Charme könnt ihr alles individuell für euren Charakter selbst bestimmen. Die Story ist wirklich geisteskrank, hat viele Facetten. Ich sag euch, die Karte ist riesengroß, Leute. Ardentia. Die Karte könnt ihr euch so vorstellen. Europa im Spiel. So groß ist die Karte. Riesengroß. Ihr könnt Rätsel, Quest, Würfeleinlagen. Alles könnt ihr machen. Also es ist übertrieben vielfältig. Das Game hat über 200 unterschiedliche Helden. Ihr könnt somit euer eigenen Stil für das Game kreieren und könnt der krasseste Spieler überhaupt werden. Wenn ihr die alle Helden analysiert und die zusammen im Team packt, Leute, könnt ihr der beste Spieler der Welt werden. Junge, ihr könnt da Power-Move machen. Bam, 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 legt direkt. Damit entfesselt ihr absolutes Chaos und so. Also haltet eure Feinde auf Trab, Leute, und downloadet euch jetzt erstmal das Spiel. Also, wer jetzt keinen Bock hat, Ardentia zu erobern, Leute, und das Game zu zocken, ist absolut verloren. Erster Link in der Beschreibung. Installiert euch jetzt das Spiel kostenlos. Spielt das mal eine Runde, testet euch, und dann weiß ich schon, dass es euch gefällt. Let's go. Keine Fragen mehr hier. Mann, Leute, das ist so unfair. Ich will doch unbedingt im Auto aus der Mädchen ein Auto kaufen, ey. Aber nein, da dürfen nur Mädchen Autos kaufen. Und zwar, ich fahre jetzt hier nochmal vorbei. Guckt euch das mal bitte an, was es da für krasse Autos gibt. Und ich will unbedingt diese exklusive G-Klasse haben, die da in der Mitte steht. Freunde, das Ding ist absolut crazy. Guckt mal bitte, wie heftig das aussieht. Aber das Problem ist, die verkaufen mir da einfach kein Auto. Deswegen habe ich eine richtig gute Idee. Und zwar, ihr kennt doch alle Flauschi. Und zwar, Flauschi ist ein Mädchen und Flauschi dürfte theoretisch da ein Auto kaufen. Wir müssen jetzt so Flauschi überreden, dass sie quasi mit uns mitkommt und für uns das Auto kauft. Das wäre absolut krass. Deswegen werde ich jetzt mal zu Flauschi einfach nach Hause fahren und ich hoffe, dass sie gerade mal Zeit hat für das Autohaus. Und dann müssen wir einfach nur reinmarschieren, Leute, können günstig die Autos kaufen und dann sind wir alle glücklich. Boah, ich habe Flauschi lang nicht gesehen, aber irgendwo wohnt die hier bei Russack. Also wir sind quasi auch Nachbarn. Müssen wir mal gucken, welches Haus das... Warte mal, nee, was ist das hier? Ich glaube noch ein bisschen weiter, Leute. Ah, ich glaube, hier wohnt Flauschi. So, ich werde einfach mal hier ein bisschen rauffahren, Leute, ganz frech. Bisschen hupen hier. Und dann werde ich mal hier, da ist sie doch schon, Leute, da ist sie doch schon, ich sehe sie doch schon. Ey, Flauschi! Hallo, Stani, was ist? Was gibt's? Ey, Flauschi, lang nichts gehört von dir. Das stimmt, ja. Wie kommt's, dass du mich mal hier besuchst? Ja, ich wollte mal gucken, wie es dir geht, weil, wir uns lang nicht gesehen haben. Mir geht's super. Und wie geht's dir? Mir geht's auch super. Und Flauschi, komm mal mit. Ich wollte dir was richtig Cooles zeigen. Ja, was denn? Ja, und zwar, was findest denn du so cool? Ich mag Pink und Dinos und Kekse sind richtig lecker. Kekse? Ah, ja. Findest du Autos vielleicht auch cool? Nee, ich mag Autos nicht. Die sind mir zu laut und zu schnell und ich lauf lieber. Ja, es gibt ja auch langsame Autos. Nee, ich bin nicht so der Autofan. Ah, okay. Leute, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Flauschi ist nicht so der Autofan. Aber Flauschi, du könntest ja ein Auto kaufen und für mich dann quasi, also mir dann quasi geben, oder? Warum sollte ich das machen? Schenk dir doch nichts. Nee, ich bezahle das doch alles. Nee, weiß ich jetzt nicht so genau. Habe ich eigentlich nicht so Lust drauf, Stani. Warte mal, wir fahren mal dahin. Ich muss dir mal was richtig Cooles zeigen. Okay. So, und zwar guck mal, was hier vorne ist, Flauschi. Das ist nämlich ein Autohaus nur für Mädchen. Ja, okay. Und jetzt? Ja, guck dir mal die coolen Autos da drin an. Nee, Stani, da habe ich keine Lust drauf. Kannst du mich wieder nach Hause fahren, bitte? Ey, Flauschi, willst du vielleicht nicht mal kurz gucken? Ich fahr sonst selber, ist kein Problem. Nein, alles gut, ich fahr dich. Aber ja, okay. Also nicht mal kurz reingucken. Nee, ich hab da wirklich null Interesse drin, Stani. Ich möchte einfach jetzt wieder nach Hause. Ich würde dir auch ein bisschen Geld geben.
Guck mal hier, die coolen Autos. Hier, alles nein, in nein, pink. Nein, nein, nein. Oh Mann, läuft nicht. Nicht mein Ding, Stani, sorry. Ja, kein Problem, ich fahre dich nach Hause. Ey, Leute, Flauschi zu überreden ist gar nicht so einfach, da ins Autohaus reinzugehen. Aber ich habe noch eine Idee. Wir werden jetzt Flauschi absetzen und dann werde ich weiß, wie ich sie schaffe zu überreden, Leute. Let's go, wir bringen jetzt erstmal Flauschi nach Hause. Ja, Mann, Flauschi, ey, echt schade, dass du dich nicht so für Autos interessierst. Ja, vielleicht finden wir mal was, was uns zusammen gefällt. Also bis dann, ja, Stani. Tschüss. Ey, Freunde, wir müssen unbedingt Flauschi überreden, dass sie uns da ein Auto kauft, weil die Preise waren wirklich extrem krass gewesen für Mädchen. Und deswegen, was mögen Mädchen? Eigentlich ganz einfach, Freunde. Blumen, Kekse, Dinos oder Haustiere. Und deswegen werden wir Flauschi jetzt einfach ein richtig cooles Haustier holen. Und dann wird sie wahrscheinlich schon mit uns mitkommen und wird uns ein Auto kaufen. Let's go. Oder wir werden uns das Auto selber kaufen, aber Flauschi wird das quasi für uns kaufen und wir kriegen richtig günstig ein Auto. Das ist der Masterplan, Leute. Deswegen ab zum Tierhandel. So, ich sag euch, egal wie teuer so ein Haustier ist, ich werde es für Flauschi holen und Flauschi wird auch safe richtig gut drauf aufpassen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und hier, oh, wow, Leute, hier ist der Tierhandel. Und hier müssen wir jetzt natürlich das richtige Tier für Flauschi raussuchen. Wow. Okay, was für ein Tier könnte Flauschi gefallen? Ey, hier gibt es echt eine große Auswahl. Wir werden erstmal hier zu den Herren gehen. Hallo. Ja, guten Tag. Mein Name ist James. Ich habe alle Tiere, die Sie brauchen. Ja, ich würde gerne ein Haustier holen, aber Leute, nee, das ist hier ein Schwein. Wir haben ein Schweinchen, kleines Schwein. Der andere sieht aus wie Sie. Eine starke, große... was soll das denn? Ich eine starke, große... Mann, ja, genau. Mit Leute, ich weiß nicht, so ein Schweinchen wäre, glaube ich, nichts für Flausch. Ich glaube, das würde die vielleicht nicht kommen so cool Sie finden. Kommen Sie, habe ich ein paar Kätzchen. Oh, ein paar Katzen? Ich glaube, so eine Katze. Verschiedene Farben. Haben Sie auch eine pinke Katze? Nein. Eine pinke Katze haben Sie nicht, okay. Nein. Hier haben wir ein paar Hundis. Boah, das sind ja Rottweiler. Ja. Super erzogen, gute Jungs. Ja, die sehen auch echt lieb aus, die kleinen Flauschis hier. Ja, aber ich glaube, so ein Rottweiler, Leute, ist auch nichts für Flauschi. Nee, das ist... Wir haben hier Polizeihunde. Wow, ey, Adler auch oder was? Gehört der auch dazu? Ja, aber der macht, was er will manchmal, ja? Ach so, okay. Dann haben wir einen Husky. Ey, das sind ja hier richtig... Wir haben Panther sogar, ja, Panther. Panther? Lions, Panthers. Hä, das ist ja Kylo! Das ist Kylo. Ist das Kylo? Nee. Leute, das ist Kylo mit einem pinken Halsband. Oh, pink haben sie gesagt. Ja, vielleicht ist das der richtige für sie. Ja, weil Flauschi mag halt pink. Warten Sie, ich habe noch einen Kuh. Die kann sogar Milch machen. Ja, aber Leute... ist gute Milch, wirklich. Sie können probieren, wenn Sie wollen. Ja, aber Leute, ich glaube nicht, dass Flauschi es gut finden würde, wenn ich da mit einer Kuh ankomme. Ja, wissen Sie was? Ich würde gerne hier so kleinen, süßen Mops kaufen. Was war das denn gerade? Ich habe ihn gestreichelt. Nicht so verstreicheln, ja? Ja, Sie können ihn kaufen. Der kostet heute Angebot nur 250.000. Was? 250.000? Ja, es sind Unikate. Haben Sie irgendwo sonst ein paar Haustiere gesehen in Los Angeles? Oh, Leute, die Haustiere sind hier echt teuer. Aber das Ding ist, wenn wir nur ein, zwei Autos von diesem Mädchen-Autohaus kriegen, dann haben wir definitiv wieder Plus. Und deswegen werde ich jetzt die Investition machen. Ja, hier 250.000 Dollar. Super, ja, dann können Sie den kleinen Rocker mitnehmen. Ja? Wie heißt der denn überhaupt? Das können Sie selbst entscheiden. Okay, Leute. Wie nennen wir denn den Hund am besten? Wir müssen auch mal gucken, ob der ein paar Tricks vielleicht drauf hat. Wie nennen wir den Hund? Für Flauschi. Wir brauchen irgendwie einen süßen Namen. Wir müssen erstmal herausfinden, der Herr, ist das denn ein Männchen oder ein Weibchen? Ist ein Weibchen, ja. Ist ein Weibchen. Okay, also brauchen wir einen weiblichen Namen. Ich würde sagen... Gucken Sie mal hier, Was? So? Ja, machen Sie Ihre Sachen. Gehen Sie jetzt vom Grundstück, bitte. Ja, hey, da kommt ja schon mit, Leute. Wie cool ist das denn? Wie nennen wir jetzt den Hund, Leute? Ey, mein Hund heißt ja Lotti, Leute. Wollen wir den Hund auch Lotti nennen? Ey, das wäre doch voll cool. Oder nein, Flauschi hat doch Flauschi hat doch wirklich einen Hund. Der heißt Daisy. Und deswegen nennen wir den Hund Daisy. Daisy, komm mal her. Daisy, komm her.
Daisy, so, wir müssen jetzt losfahren, Daisy. Einmal ins Auto rein. Oh, Leute, Daisy ist richtig schlau. Guck mal hier. Daisy sind sogar hier. Ja, Daisy, aber nächstes Mal bitte die Tür zu machen, ja? Guck mal, die sitzt jetzt hier bei uns neben auf dem Sitz, Leute. Und die Überraschung werden wir jetzt Flauschi bringen, dass wir endlich in das Autohaus reinkommen. Ich glaube, Leute, sie wird komplett überzeugt sein und wird sich richtig freuen. Weil so ein kleiner Wuffi, Leute, da kann man doch nicht widerstehen. Und da wird man doch safe ein Auto kaufen. Daisy, du bist echt ein artiger Hund. Guck mal, wie lieb Daisy auf dem Sitz sitzt, Freunde. Ich hoffe, die pinkelt hier mir nicht rauf. So, mal gucken, ob Flauschi noch zu Hause ist. Das wäre jetzt hier natürlich ihr Highlight. Oh, ich glaube, die wird sich so freuen, wenn wir hier ihr den Hund zeigen. Oh, lalalalala. So, ich werde erstmal nichts sagen, Leute. Ich werde erstmal nur so tun, dass ich jetzt quasi einen neuen Hund habe. Daisy, komm her! Daisy! Daisy? Komm mal her hier. Komm mal her. Komm her. Super! Super, Daisy. Hallo, ey. Oh, Daisy rastet voll aus. So, komm. Hä, was ist das denn? Hallo? Hä, oh, sorry. Stani, was ist denn hier los? Warum läuft denn... Ist das dein Hund? Ja, das ist mein Hund. Das ist Daisy. Hä, warte, der heißt doch wie mein Hund. Ja, der heißt wie dein Hund. Aber du hast ja hier keinen Hund in GTA 5. Das stimmt, aber der hat ja sogar ein pinkes Halsband. Guck mal, der was bringt der denn damit? Ja, der hat dir da so Leuchtstab mitgebracht extra. Oha, danke. Ja, Daisy ist auf jeden Fall richtig super, aber... Daisy sucht halt eine neue Besitzerin und ja... Warum? Daisy muss wahrscheinlich ins Tierheim. Warum willst du die abgeben? Ja, weil ich habe nicht genug Zeit, leider. Oh, aber wenn Daisy... Oh, die bringt sogar Geld mit. Ja, danke. Ja, Daisy kann alles. Aber wenn du einen neuen Platz brauchst, wo sie bleiben kann, kannst du sie gerne bei mir lassen für ein paar Tage. Ja, Flauschi, ich würde dir Daisy sogar schenken. Was? Oha. Ja, aber da müssten wir vielleicht doch mal ins Autohaus zurück. Wie? Warum ins Autohaus? Naja, ich bräuchte da ein Auto, was du kaufen müsstest für mich. Und dann würde ich Daisy hier lassen. Guck mal, dann hättest du hier immer einen kleinen Wuffi rumrennen. Ach Mann, der Hund ist schon sehr, sehr süß, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm, Flauschi, wir kaufen jetzt schnell ein Auto und dann haben wir alles erledigt. Ja, okay, wenn es sein muss. Okay, können wir hier kurz hier bei deinen Kollegen hier Daisy da lassen? Ja, ich denke schon, die können darauf aufpassen. Okay, na gut, Flauschi, dann geht's los, ab zum Autohaus der Mädchen. Ja, ich sag dir ehrlich, der Hund, der passt doch echt cool zu dir, weil der hat doch so ein pinkes Halsband und so. Das wird schon, also das sag ich dir ehrlich, das ist... Das stimmt, okay. Der sieht auch ein bisschen aus wie du, finde ich. Der kleine Wuffel. Ja, der sieht ein bisschen aus wie du halt, ne? Weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder eine Beleidigung. So, okay, jetzt sag, also pass auf, wir gehen jetzt ins Autohaus und wenn die Frau fragt, ob du meine Frau bist, sagst du einfach ja. Okay. Und dann kauft ihr ein Auto und ich steck dir das Geld zu, okay? Okay, aber hoffe ich... Da geht nichts. Können die uns nicht irgendwie erwischen oder so? Nein, 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 das ist alles safe, alles safe. Ab geht's zum Autohaus. Okay. So, Flauschi, lass dir nichts anmerken, ne? Nichts anmerken lassen. Okay. Also ganz normal sein, ganz normal sein. Okay. So, Flauschi, dann steig mal aus. Wir gehen jetzt ins Autohaus der Mädchen. So, ach, hallo, junge Dame. Guten Tag, ist es Ihre Frau hier? Das ist hallo, ja, ich bin Herr Skills Frau. Ja. Ach so, Mrs. Skills, möchten Sie ein Fahrzeug kaufen? Was haben Sie denn so im Angebot? Ja, dann gucken Sie sich doch gerne mal um. Zu jedem Auto gibt's heute ein gratis Geschenk mit Blumen. Wir möchten gerne diese G-Klasse hier käuflich erwerben. Die G-Klasse? Ja. Ja, aber das ist das teuerste Modell. Ja, wie teuer ist denn das Auto für Männer und wie teuer ist das Auto für Frauen? Also für Männer kostet es 800 Millionen. Und für Frauen? Das ist ganz viel. 130. Ey, Leute, überleg mal, wie viel Rabatt wir bekommen haben. Ey, so viel Rabatt und dieses Auto ist ein One of One, so ein Auto. Ey, das sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Ja, denn das kaufen wir, oder, Flauschi? Ja, das kaufen wir. Das kaufen wir, junge Dame. Na gut, dann bitte einmal hier vor, ja? So. Auf Flauschis Namen Flauschi, die Papiere machen. Ja, Miss, Mrs. Stani, Flauschi, das Fahrzeug wird auf Sie zugelassen hier. Ja, natürlich. Okay, super. Weil Flauschi hat auch schon einen Führerschein und alles. Ich bräuchte nur eine Unterschrift von Mrs. Stani.
Ja, hier einmal unterschrieben. Sehr genau, gut. Super. 130 Millionen jetzt. Wer zahlt, der Mann? Oder nee, die Frau? Ja, die Frau. Flausche zahlt selber. Ja, hier, bitteschön. Mein eigenes Geld, mein ganz eigenes. So. Ja, Flausche ist nämlich reich. Schlüssel, bitteschön. So, danke. Nimm mal die. Und ansonsten. Ja, hier, bitte. So. Ansonsten könnt ihr einsteigen. Super, danke schön. Robert. Was machen Sie da? Ich fahre das Auto. Nein. Das ist Stanys Auto. Ich habe die Schlüssel schon reingesteckt. Dann fahr du mal. Okay, Stan, ich habe gar keinen Führerschein. Ja, ich sitze drin. Check hinten rein. Ja, okay, warte. Hallo? Was machen Sie da? Ja, das geht nicht. Wir müssen das Auto kurz rausfahren. Ich kann nicht einsteigen. Sorry. Flausche, fahr du jetzt. Ja, ich war. Ey, aber Flausche, du musst ganz vorsichtig fahren. Das Auto ist extrem teuer, ja? Okay, ich pass auf. Du dürfst keinen Unfall bauen, ja? So, wo können wir denn jetzt hier rausfahren? Hier. Ganz vorsichtig. Aufpassen. Das war knapp. Flausche! Entschuldigung. Warte kurz, ein bisschen zu. Ey, Flausche, du crashst hier überall gegen. Jetzt fahr du lieber wieder, jetzt sind wir ja draußen. Jetzt was fahr machen ich. Da? Ich fahr jetzt. Hallo? Stopp! Jetzt fahr schnell, Stanny. Flausche, wir müssen das andere Auto, das holen wir gleich ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flausche, das ist was schief gegangen. Ey, du kannst ja gar kein Auto fahren. Du solltest lieber beim Fahrrad fahren bleiben. Ja, wollte ich ja auch. Du hast mich überredet zu fahren. Oh mein Gott. Ja, wenigstens haben wir jetzt das Auto. Let's go. Jetzt bring ich jetzt nach Hause und dann kann ich jetzt das Auto endlich in Shani Performance reinbringen. Danke dir, Flauschi. So, Flauschi, vielen Dank, ja? Ja, gerne. Pass aber gut auf Daisy auf. Sowas. Mach ich. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt die krasse OPG-Klasse. Aber das wird es heute noch nicht gewesen sein. Und zwar, ich will heute noch eine weitere große Investition machen. Und zwar, ich habe vor, unsere eigene Stani-Performil-Insel zu kaufen, Leute. Das wird absolut geisteskrank. Aber erstmal müssen wir schnell das Auto zurückbringen. So, wir haben jetzt hier das Auto bei Stani-Performil. So, das ist auf jeden Fall ein Highlight-Auto, Freunde. Mein BMW muss ich auf jeden Fall später noch abholen. Aber guckt euch mal bitte an, wie cool das aussieht. Ey, das ist... Oh, ich weiß gar nicht, wo ich den hinstellen soll, Freunde. Der müsste eigentlich direkt hier vorne irgendwie stehen, weil der sieht so heftig aus. Und ich glaube, damit werden wir jetzt auch sehr, sehr viele Frauen hier ins Autohaus anziehen. Ich glaube, ich lasse den einfach hier draußen stehen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was für eine große Investition ich heute noch machen werde. Und zwar, Leute, ich wollte mir eine eigene Insel kaufen. Und zwar, ihr habt richtig gehört, Leute, ja, eine eigene Insel, nämlich die Stani Performance Superinsel. Und ich sag euch, da wird's absolut geisteskrank. Also, sorry, Leute, aber wir werden heute komplett eskalieren. Ich werde heute mein ganzes Geld dafür ausgeben, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr krasse Investition, die, also, Bro, überhaupt. So, und zwar, Freunde, eine Insel kann man nämlich hier kaufen und diese Insel... Boah, wie gesagt, Leute, die Investition ist echt geisteskrank, aber ich werde es auf jeden Fall machen. So, der Herr, ich möchte einmal die Insel kaufen, wie abgesprochen. Ja, wie abgesprochen, Sie werden das beste Leben Ihres Lebens haben, ja? Willkommen bei Pegasus, der Inselverleih des Jahrtausends. Haben Sie sich schon entschieden? Ich würde mich gerne mal kurz einmal umgucken. Und zwar Small, es gibt eine kleine Insel, die heißt Insel de la Luna. Dann Insel del Encanto, Insel della Magia, Insel della Alma und Insel del Toro. Okay. Und ist die Insel del Alma ist die größte Insel, ne? Das ist ja eine Huge Island, ist das richtig? Ja, also ich würde Ihnen sagen, vor allem, Sie sind ja aus Deutschland, ne? Ja, das ist ja, die Alman-Insel, ja? Ah, okay, und das ist die größte Insel. Also wurde Insel nach einem damaligen deutschen, nach dem deutschen Volk benannt, ja, das ist Pechgut. Leute, ich sag euch ehrlich, ich würde die größte Insel nehmen. Weil wenn wir schon alles ausgeben, müssen wir auch die größte Insel holen. Ich kauf sie jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich hab die... Nein, mein Geld ist auf null! So, ja, die Inseln sind etwas teurer, wie Sie sehen, ne? Oh mein Gott. Aber GPS. Wir können gerne jetzt zu der Insel gehen, wenn Sie möchten. Oh mein Gott, wo ist... Bro, die Insel ist hier hinten, Leute! Wie krass ist das bitte? Kann ich die Insel aber auch nach meinem Geschmack ausbauen?
Ja, sie können machen, was sie wollen. Also, ist ihre Insel, ne? Ey, haben sie Boote hier, wo wir mit Booten hinfahren können? Ja, na klar, wir haben das ein wäre Boot. Gut, weil dann könnten wir eigentlich direkt mit Boot hinfahren, weil wenn die Insel, Leute, hier hinten ist, dann, boah, ich bin echt gespannt. Kommen Sie gerade mit hier? Ja, ich komme mit. Oh, da vorne ist, oh, so ein Schnellboot ist da sogar. Wir haben ein kleines Speedboot hier. Wir haben einfach kein Geld mehr. Ich sag euch ehrlich, wir haben alles ausgegeben für die Insel, aber ich denke mal, wir werden mit unserem Autohaus natürlich wieder extrem viel Geld verdienen, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber ich sag euch, die Insel, ich glaube, ihr werdet sie auch feiern. Und jetzt geht's straight zur Insel. Och, das wird so aufregend, Alter. Ich glaube nämlich, man kann die Insel noch selbst modifizieren und ausbauen. Ey, das wird so geil werden. Oh mein Gott! Wir sind schon... Oh mein Gott. Okay. So, Sir. Ich will Sie noch mal kurz begleiten, ja? Okay, Moment, Moment. Der ist ein bisschen zu hoch. Fahr vorne ran. Ich werde vielleicht mit diesem Speedboot... Das ist ja eher für eine Yacht ausgelehnt, ne? Ja, ja, safe. Das ist natürlich keine Schmalspurinsel. Ja. Genau, wir machen kurz hier so. Ey, Leute, überlegt mal auch, wie sicher wir hier auf der Insel sind. Falls wir Probleme haben sollten, können wir hier einen richtig krassen Rückzugsort machen und können alles absaven. Das ist voll geil. Und wir können die Insel, wie gesagt, noch weiter ausbauen. Okay. Sir, drehen Sie sich einmal erstmal um. Sie sehen von hier noch ein bisschen Los Santos, ja, aber ihr habt eine komplette Ruhe. Ey, ich werde hier auch alles ausbauen, Leute, mit Waffen und so, dass hier keiner hinkommt. Das wird die sicherste Insel überhaupt werden. Hier haben wir das erste Haus, ja, das steht hier rum. Okay, ich gehe mal rein, ja? Oh! Ist noch nicht so viel möbliert. Ja, ja, aber wir können es ja ausbauen, oder? Ja, ich sehe nicht möbliert. Also, sie haben eine Küche drin, das haben wir drin, aber sonst ist alles. Leute, ich kann hier alles selber einrichten und so. Wie geil ist das bitte gemacht, ey? Das ist echt nice, muss ich sagen. Boah! Also, ich finde, Leute, erstmal so zum Anfang sieht es schon ganz gut aus. Ich würde mal sagen, lass mal rausgehen. Was ist hier noch so auf der Insel? Guck mal da hinten. Oh, ja, also, wir haben hier Leute. Ganz normale Fläche. Ja, kann auch sein, dass ein paar Tiere hier sich eingenistet haben, von denen wir noch nichts wissen. Ja, ich würde hier safe noch die Insel ausbauen und so. Aber wie groß die ist, Leute. Ja, Alter. Aber ansonsten ist halt hier wirklich Baufläche. Sie können machen, was sie wollen. Anbauen, pflanzen. Wir haben hier zum Beispiel noch ein kleines von Getreide, was. Ey, hier liegt ja noch Müll auf der Insel. Was ist das denn? Ja, tut uns leid, kann man nicht machen. Wo wird halt vom Meer angespült, ne? Vom Meer, also, in Dings. Oh, aber ich muss sagen, ey, guck mal bitte, wie groß das Ding ist. Ey, from the ocean. Ey, ich werde hier alles mit Security voll machen und dann kann hier keiner raufkommen. Das wird zu krass werden. Ich werde hier so richtige Geschützboote vorstellen, dass das die sicherste Insel in GTA 5 wird. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, wie man die Insel noch ausbauen kann, weil das interessiert mich am meisten. Weil guck mal, wir haben ja auch so eine Drohne, Leute. Und mit dieser Drohne, Alter, wie groß ist das Teil bitte? Und das können wir alles ausbauen und nutzen. Nein, das ist zu heftig, Leute. Das ist wirklich zu heftig. Also das ist wirklich echt ein guter Rückzugspunkt, muss ich sagen. Ja? Wollen Sie hier bleiben oder wollen Sie mitkommen? Nee, ich würde hier gerne bleiben, aber lass uns das Boot mit dir, ja? Ja, wie? Ich muss ja auch irgendwie nach Hause kommen. Ich schicke Ihnen ein Boot. Ja, okay, sehr gut. Sehr aber gut, das sehr kommt gut. Jetzt in 24 Stunden, das heißt, Sie sind jetzt erstmal ja, hier. Ich bin hier eh gefahren, alles gut. Leute, so, warte mal, ich werde das jetzt erstmal testen hier. Und zwar, hier können wir zum Beispiel... Boah, wie geil ist das, Leute? Nein, ich kann sogar die Villa... Boah, guckt euch das an, Leute. Leute, wir können hier nämlich renovieren... Und wir können sogar die Farbe anpassen von unserer Mansion. Ich würde die sogar so ein bisschen lila machen, Leute. Auf Stani... Boah, oder grün. Ich feiere ja auch grün, Leute. Alter, wie geil ist das? Wir machen grün, ich sage euch ehrlich. Ey, das kostet zwar nochmal ein bisschen Geld, aber das ist eh alles schon inklusive gewesen. Weil das haben wir ja, wie gesagt, das haben wir ja alles bezahlt. Ey, wir können sogar in... Was? Was? Warte mal. Können wir sogar... Wir können hier sogar... Nein. Leute, wir können hier sogar ein weiteres Dach ranbauen. Das ist ja heftig, Bro. Wir können hier sogar die Villa vergrößern. Kaufe ich direkt 50.000. Ist egal. Haben wir alles schon bezahlt. Dann können wir hier sogar eine Flagge ranmachen. Warte mal. Was? Europäische Union, Frankreich, Germany. Was? Ey, Leute, wir können... Bro, ich glaube nicht, was wir alles machen können. Das ist ja sowas von heftig. Was ist hier? Wir können sogar Meere. Guck mal, wir können sogar mehrere Flaggen hier bauen. Wir können sogar so eine Garage hier ranbauen. Die kostet 190.000, Leute. Okay, okay, warte mal. Helikopterlandeplatz? Ey, aber ich würde hier gerne so eine Garage bauen.
so eine Outlaw-Garage. $190.000 ist das teuerste und wir haben alles inklusive, Leute. Wir haben das alles inklusive. Türen. Okay, Türen. Ach, Türen sind jetzt offen. Ey, wie geil ist das bitte, Leute? Guckt euch mal an, wie nice das aussieht. Wir haben hier einfach eine Garage. Dings, unsere Flagge. Unser Haus. Wir können von innen auch noch die Farbe machen. Wie machen wir denn das Haus von innen? Warte mal, da muss ich doch auch mal gucken, Leute. Wie machen wir die Farbe von innen? So, ich guck mal hier. Interieur, Leute. Ich würde sagen, innen würde ich gerne so hell machen. Weiß oder so. Ah, hier, das passt doch sehr gut. Oder auch grün. Boah, das würde halt passen. Ich sag euch ehrlich, wenn, dann müssten wir eigentlich auch schon grün lassen. Ich finde, das wirkt richtig geil. Boah, das passt halt zu der Außenfarbe, ne? Und wirkt auch drin direkt ein bisschen freundlicher. Man kommt rein, Dings, sieht direkt so einheitlicher Style. Feier ich extrem. Guck mal, wir können sogar... Nein, warte mal. Wir können sogar die Türen zumachen, dann kann keiner rein. Guck mal, jetzt kann keiner rein. Bro, wir sind absolut abgesaved in dieser Villa. Wir machen die Türen auf und zu. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Wir können sogar, ich guck mal kurz. Wir können hier ein Dining, Lounge Set. Lounge Set können wir hier machen, Leute. Table Tennis. Ich würde gerne so ein Lounge Set reinmachen. Mal gucken, wie das aussieht. Das können wir uns gleich mal genauer angucken. Das wird bestimmt ganz cool aussehen. Dann können wir hier noch, warte mal. Fürs Wasser können wir auch noch was. Was? Wir können hier für Jetskis Anlegestellen machen. Für Boote. Oder für Sea Sharks. Ich kaufe Sea Sharks, Leute. Da haben wir jetzt hier Sea Sharks, die wir nehmen können, um da anzulegen. Und Slot B. Jetmax. Oh mein Gott, wir können hier noch weitere Sachen anlegen. Ja, okay, das ist heftig. Ich würde das teuerste sogar wieder nehmen. Weil das teuerste ist hier Longfin für 200.000 direkt ran. Können wir machen, was wir wollen, Leute. Direkt ran. Innen können wir ja auch noch ausbauen. Und ich würde hier sogar hinten noch, guck mal hier, das Lounge-Set. Wie geil das aussieht. Jetzt haben wir hier so eine kleine Chill-Lounge. Jetzt können wir hier noch Motorräder hinstellen. Hier haben wir Anlegestellen für Jetskis und für Boote. Leute, wenn ihr Bock habt, weiter, dass wir die Villa ausbauen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir haben jetzt einfach unsere eigene Insel. Ich glaub's nicht, Leute. Das ist zu heftig. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, Leute. Das war's gewesen. Tschüss mit euch.